Hochfrequenz und der Tesla-Oszillator, der ist es jetzt. Der gehört eigentlich aus meiner Sicht in jeden Stall. Die Tiere sind ja auch vom Instinkt her viel feiner. Die nehmen diese Dinge wahr. Also wir befällen eben auch das Wasser zum Trinken. Diesen Effekt zu erreichen, dass da die Wärme entsteht, dass da die Durchblutung angeregt wird. Heute geht es um Personen und Menschen, die ein großes Tierherz haben. Denn was hat diese Tesla-Technologie für Chancen, für Möglichkeiten für die Vierbeiner oder für die gefiederten Mitlebewesen? Und diese Frage kommt natürlich immer wieder. Und ich erinnere mich an den ersten Erfahrungsbericht. Da ging es um ein Pferd und dieses Pferd hatte ein Melanom, Bierdeckel groß. Und der Tierarzt wusste sich nicht zu helfen, ja, weil die normale Schulmedizin konnte hier nicht mehr irgendwas beibringen Positives. Und dann hatte der befreundete Person, die einen Tesla-Oszillator hatte, quasi diesen Versuch gestartet, mit dieser Handsonde einmal das Wasser zu befelden und dann auch hinten am Schweif diese Stelle auch dementsprechend zu befelden. Und siehe da, nach einigen Wochen hat sich das deutlich verbessert. Und wir sehen hier schon, dass nach 6 Wochen insgesamt das Fell sich verjüngert hat. Und das hat mich auch daran erinnert, dass Lakowski ja auch von diesen Erfahrungen berichtet hat in seinen Büchern, gerade bei Menschen. Thema Haut, schwarzer Hautkrebs, weißer Hautkrebs, wo eine deutliche Verbesserung dieser Störung stattgefunden hat. Und das hat mich natürlich inspiriert, mich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen. Und ich habe das dann aufgenommen in mein Buch, Handbuch für die Hochfrequenzenergie. Das heißt, man kann über diese Hochfrequenzenergie Informationen und Energie übertragen, genauso dann auch für die Pferde, ja, diese Vierbeiner, die dann auch diese Energie nutzen können. Und ich habe die Sarah neben mir und die Sarah hat auch dazu Erfahrung gesammelt. Sarah, welche Erfahrungen hast du so feststellen können? Ja, so einige, Otto. Ja? Also ich habe das Gerät jetzt schon sehr, sehr lange im Gebrauch am Pferd. Aber ja. Und es ist fast egal, was ist, wenn ich in den Stall komme. Ja, ob es ein Husten ist, ein Infekt ist, eine Schwellung, ja, also ein Einschuss oder Mauke oder Ekzeme oder Milben, was weiß ich. Mhm. Du kannst wirklich mit dem Gerät sofort arbeiten. Ja, also wenn du es dabei hast dann. Ne, mhm. Und dann, ja, 2, 3 Befällungen. Alle akuten Sachen kriegt man mit 2, 3 Befällungen eigentlich relativ schnell in den Griff. Also das ist definitiv so. Jetzt habe ich natürlich noch weitere begeisterte Anwenderinnen und Anwender mit Bereich Hochfrequenz. Sam, was sind deine Erfahrungen? Ja, da ich ja aus einem Therapie- und Trainingszentrum eigentlich komme, also bevor ich mich den Medien gewidmet habe, habe ich ganz viele Jahre damit zu tun gehabt, habe auch mit Bioresonanz gearbeitet und sage, die Hochfrequenz und der Tesla-Oszillator, der ist es jetzt. Der gehört eigentlich aus meiner Sicht in jeden Stall und zu jedem Pferdebesitzer. Ich habe ganz phänomenale Erfolge gehabt mit Fesselträgerschaden, mit Sehnengeschichten. Also Fesselträgersehne ist ja, Bewegungsapparat ist ja ganz elementar, auch gerade wenn man im Sportpferdebereich unterwegs ist. Und ich habe es am eigenen Leibe, wollte ich sagen, aber an der eigenen Stute sozusagen experimentiert und habe dort eben behandelt, befeldet. Es gab nicht einen Fehltritt, es gab nicht einen wirklichen Tag der Lahmheit und es war nach kürzester Zeit, dass es 10 Tage gewesen sein, wo ich mich dann intensiv gekümmert habe, gab es eine sofortige Heilung danach. Und der Befund, den ich hatte, das war wirklich, also Sehne war schon bananenförmig. Das wird allen Pferdebesitzern und Kennern etwas sagen. Das war sehr, sehr stark schon. Ich habe auch tatsächlich vorher-nachher Bilder gemacht, die ich jetzt leider hier nicht einspielen kann. Aber ich war absolut begeistert davon. Und so ist es, wie Sarah sagt, im Grunde bei jedem Thema, was du hast. Also ob dann mal ein bisschen Rotz und Schnuppen ist, wo ich dann auch das hexagonale Wasser tatsächlich reiche. Die Mühe darf man sich machen. Also ich befelde dann auch das Wasser und reiche das so ran, dass ich dann in einem großen Bottich eben das auch entsprechend für das Pferd fertig mache und nutze. Ja, oder ob man eben andere Themen hat, die mal mit ein bisschen Fell weg, irgendwelche Ekzeme, irgendwas, was dann mal ein Juckreiz ist, wo man sieht, okay, irgendwas stimmt nicht. Einfach direktes Befelden, 2, 3 Behandlungen und es ist weg. Also
Ich kann nur sagen, das Gerät gehört wirklich in jeden Pferdehaushalt, aufgrund der Tatsache auch, dass wir wissen alle, was so ein Tierarzt jetzt kostet, man sich das Ganze dann damit sparen kann. Also man braucht ihn nicht mehr. 50% mehr, ja. An was? 50%? Kosten. Also dass der Tierarzt überhaupt kommt, wird separat für jeden Einsteller. Wenn du 4 Pferde hast, wird jeder separat berechnet. Okay, das heißt, du sparst 50% schon allein durch den Tesla quasi, oder? Ja, würdest du sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ja, okay. Definitiv. Jetzt haben wir auch die Easy noch mit dabei. Easy, was hast du für Erfahrungen sammeln können? Ja, auch einige Erfahrungen, sowohl bei unseren eigenen Pferden wie auch bei anderen Pferden. Und zwar, wir befelden eben auch das Wasser zum Trinken. Wir befelden aber auch, wenn eben Ekzeme oder offene Wunden, wenn man Salben hat oder auch selber Salben anrührt, befelden wir eben auch, um das einfach nochmal, dass die Wirkung einfach stärker wird. Oder auch, wir hatten eine relativ große, tiefe Wunde bei einem Pferd hier vorne, was unwahrscheinlich schnell, sauber und gut verwachsen ist wieder. Und wir haben 2 Polostuten, die aus dem Polosport eben kommen, die etwas verheizt sind, einfach vom Nacken- und Schulterbereich. Und die das, also wenn ein Pferd schnurren könnte, also als Pferdebesitzer weiß man, ein Pferd kann eigentlich auch schnurren, würde man das wirklich hören, wie sie das genießen, vor allem so im Schulter- und Nackenbereich oder Wirbelsäule. Also irre, wirklich ganz toll. Wenn ich noch mal rein darf, du hast es gerade gesagt, Easy, du befeldest halt auch dann die Präparate, die du nutzt, richtig, also Salbe oder richtig, so. Das habe ich tatsächlich auch gemacht, also dass ich dann parallel auch mit CDL und DMSO gearbeitet habe, in hexagonales Wasser eingebracht habe und das dann noch zur äußeren Anwendung plus die Befeldung, wenn man wirklich mal ein Intensivthema hat. Aber nichts geht ohne das eben befeldete Wasser und auch eben die Befeldung an sich. Ja. Also wir machen das auch mit Einläufe, dass eben das Wasser befeldet eben wird, ne? Wo dann auch DMSO und alles mit drin ist. Jetzt haben wir noch einen weiteren Erfahrungsbericht von dem Freund, den Bülent, der auch aus Istanbul zugeschaltet ist. Istanbul, lieber Bülent, was sind deine Erfahrungen? Oh, eigentlich habe ich eine ganze Menge. Also ich bin kein Reiter. Ja. Ich hatte das Glück durch meinen Sohn, dass wir auch Pferde hatten, in die Sache, sag mal, reingekommen. Aber jetzt Erfahrung jetzt direkt mit dem Pferd war es immer so, dass ich immer unterwegs war, immer auch das Gerät dabei hatte. Dann war es oft so, dass zum Beispiel ein guter Bekannter, der auch Reiter ist, auch internationale Turniere, der hatte Darmprobleme zum Beispiel. Ja. Und da habe ich halt mein Gerät gehabt, eigentlich nur für ihn. Ja. Er hat das für sich angewandt und tat ihm wirklich gut. Er konnte dann danach auch wieder seine ganze Geschäfte machen. Es war natürlich so, dass sein Pferd natürlich auch anscheinend irgendwelche so Probleme hatte im Darm. Ja. Und die Pferde oder die Reiter, die sehen das ja sofort am Gang, wenn da was nicht stimmt. Und da waren die erste Erfahrung, dass wir gesehen haben, auch dass bei Darm, wenn da jetzt irgendwas ist, also es kann so, sogar bis zur Kolik gehen, also solange der Darm nicht verdreht ist, sag mal so, ja, dass man da auch gleich Effekte gesehen hat. Ja, dass da, wie es beim Reiter auch war, so, also beim Besitzer war es, so war es beim Pferd auch, dass man sofort auch diese Sachen gesehen hat. Und bei einem Olympia-Reiter war es so, dass vor dem Turnier, er hatte Probleme mit dem Gelenk, ja, also kurz vorm Start, ja, und da haben wir dann auch, sag mal, sein Gelenk, Daumen und so, alles befeldet, und dann war er ganz fasziniert, zum einen also durch die Wärmeentwicklung und zum anderen, dass wirklich auch wieder es alles ein bisschen geschmeidiger war, ja, und dann sagt er, du, das müssen wir bei unserem Pferd noch auch noch machen, sagt er, was denkst du, wie viel Zeit wir aufwenden, gerade an den Fesseln, da immer die Problemzone, hat er mir das gezeigt, diesen Effekt zu erreichen, dass da die Wärme entsteht, dass da die Durchblutung angeregt wird. Ja? Hat er gezeigt, tun das einbalsamieren und dann wie sowas Kalkähnliches, und dann wird es foliert und dann kommt nochmal irgendwas drüber. Also sieht aus wie ein Gips nachher, dass die da drin stehen, dass das wirklich warm wird. Ja? Diesen Effekt wollen die dadurch erreichen. Dann sagt er, da spare ich mir einen Haufen Zeit. Und man sieht auch ganz genau dann, wo es auch warm wird. Da hat man gesagt, sag mal, mit der Wärmebildkamera haben wir das gemacht, weil man das Pferd nicht fragen kann, dass man auch wissen, okay, wo wird es genau warm. Ja?
Und dann kommt man wirklich die ganzen Stellen, das sind ja immer so ein kleines Teilchen da, wo man es dann auch spürt. Und er sagte, ich sehe das immer nicht, aber er sagt, dass er sofort auch am Gangart sofort gesehen hat, dass das anschlägt. Dann war in Holland noch, da ist immer so ein Turnier mit den Junghengsten. Und die müssen, glaube ich, irgendwie so ein bestimmtes Alter haben. Danach dürfen sie nicht mehr. Ich sage jetzt mal 5 Jahre oder sowas war's. Jetzt hat der aus der Türkei so einen guten Hengst, sag mal, nach Holland gebracht. Jetzt hat er sich, hier vorne hat er eine offene Wunde gehabt, hat sich irgendwo angeschlagen. Jetzt war aber so, dass man dann kein Halfter drauf tun konnte. Jetzt konnte das Pferd eigentlich gar nicht starten. Sagt er, aber im nächsten Jahr ist der zu alt. Ja, da kann er nicht mehr starten. Dann bin ich schon 2-3 Wochen war das noch zum Turnier. Hat er gesagt, ich zahle alles, komm. Und wir haben wirklich diese offene Wunde wirklich also fast zuschauen können, wie schnell das gewachsen ist. Und an dem Turnier teilnehmen, das war interessant. Und was auch noch, diesen Junghengst, das war wirklich ein ganz wilder, also der ist wirklich mit Ketten, haben sie den hergebracht, gestiegen und alles. Und als ich dann mit der Handsonde etc. bei ihm vorne war, wie ein Kätzchen, wie ein Lämmchen, also da hat man richtig gesehen, dass es wirklich Frequenzen sind, die ihm entweder also gut getan haben, auf jeden Fall, wahrscheinlich auch irgendwie den Schmerz gleich genommen haben. Der war total zahm wie ein Lämmchen. Wie gesagt, 2 Leute haben den hergebracht. Also, und daran habe ich erst recht noch gesehen, dass es wirklich, weil wir als Hiechen viel sensibler sind wie wir, ja, wie zahm der hat eigentlich fast gedöst. Ja. Und wie gesagt, konnte auf dem Turnier teilnehmen. Also in der Richtung fesseln, Szenen, haben wir ganz viele tolle Erfahrungen, wo die Reiter immer sagen, man merkt sofort, also dass sich die Gangart verändert. Beim Galoppieren, beim Longieren etc. sehen sie alles sofort. Also haben wir echt viele Sachen erlebt. Ja. Okay, super, dankeschön. Und es geht ja um diese Naturfrequenzen, die die Russen damals aus der Natur beobachtet haben, technisch umgesetzt haben und die Tiere sind ja auch vom Instinkt her viel feiner. Die Dinge wahr, was ihnen gut tut, ja, wie mit der Katze, die dann anfängt zu schnurren, aber auch Pferde, ja, zeigen das über die Körpersprache und auch Hunde, ja, wenn man Hunde dementsprechend befeldet, die wollen diese Frequenzen dann auch körperlich für sich nutzen. Und wir haben ein paar Fotos vorbereitet. Und wenn die Sarah vielleicht dazu ein bisschen was sagt. Sie hat hier eine Kiste mit einem Akku dabei, das heißt mit einer Powerbank, damit du dann diese Frequenzen auch im Stall sehr gut einsetzen kannst. Weil normalerweise brauchst du einen Stromanschluss. Ja? Im Stall hast du das nicht überall, da wo du es vielleicht brauchst. Und aus dem Grund kann man diese Powerbank ganz normal mit anschalten. Und wir sehen hier sehr schön, Sarah, was machst du mit dem Flexpad? Ich befällt es einfach nur am Bein, quasi, es ist nur ein Schaubild jetzt in dem Fall, ja, aber das Geniale ist ja einfach, man ist komplett kabellos unterwegs am Pferd, weil das Pferd tritt aufs Kabel, das Gerät fliegt runter oder sonst irgendwas und wir können frei befällen, wir können aber auch hier befällen, wenn das Pferd angebunden ist oder so und das alles ohne Kabel mit dieser tollen Powerbank, wo wir bis zu 3-4 Stunden befällen können. Und es ist so cool, so einfach, es macht so viel einfacher, wirklich. Du kommst auch überall hin, ja? Ob überall unten hin. An den Beinen oder hier oben, ja? Also es sieht man sehr schön hier in den Bereichen. Hier haben wir ein weiteres Foto. Genau, da haben wir eine Entzündungsstelle, da hat sich ein kleines Holzstück versteckt gehabt. Habe ich nicht mitgekriegt, am nächsten Tag komme ich beindick. Wie so ein Spreißel. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Habe mir gedacht, oh, Knie ist immer schlecht, wenn man das sieht. Tierarzt, große Kosten, denkt man ja, da weiß es. Ne? Und ich natürlich gleich wieder heimgefahren, das Gerät geholt und befeldet, eine halbe Stunde befeldet. Man hat dann nach einer halben Stunde schon relativ viel gesehen, also bei Schwellungen. Das wäre schon deutlich, ja. Also bei Schwellungen beobachte ich das relativ schnell, dass die Schwellungen immer so absacken oder abrutschen, also nach unten. Ja. Und das sieht man hier eigentlich ganz gut. Und dann habe ich gedacht, komm, das lass mal. Ich habe dann noch 1-2 Minuten die Lymphe in der Nähe befeldet und habe dann gedacht, komm, das lasse ich jetzt einfach so. Nächsten Tag wiedergekommen, fast gar nichts mehr da gewesen, ja. Und dann war das so 2-3 Tage und ich habe das dann einfach gar nicht mehr beobachtet. Klar, ich habe schon auch noch befeldet, jeweils noch mal eine halbe Stunde. Aber am 3. Tag oder am 4. Tag
habe ich gedacht, ich pull mal so ein bisschen rum und dann kam so ein Spräsel raus. Ach was. Ja, und aber normalerweise wäre das jetzt fett entzündet gewesen und du hättest locker den Tierarzt rufen müssen eigentlich. Ja? Also Entzündungshemmer, Antibiotika und so weiter, weil das wäre ja noch dicker angeschwollen gewesen. Und durch das Befelden, ja. Also das hat mir schon so oft, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber was so den Arsch gerettet eigentlich. Das ist wirklich so. Ja, aber das, und das kostet so viel Geld, da hat man, glaube ich, 2-3 Mal das Gerät drin. Also ja, ja. Das ist jetzt in der momentanen Zeit einfach die Hilfe, die sofort akut so hilft. Also mir, Imo. Und du hast noch was Interessantes gesagt, du hast noch die Lymphe mitbefeldet. Warum hast du die Lymphe auch bei den Pferden mitbefeldet? Ja, weil es einfach wichtig ist, wenn es eine Entzündung ist, ja, dass es abgetragen wird. Das okay. Muss man gar nicht lange machen, aber einfach, dass die Lymphe aktiviert sind, um dann hier die Entzündungswerte, die Entzündungen einfach abzutragen, ja, die Metalle oder was auch immer da drin ist, einfach abzutragen. Damit es auch abklingt, die Entzündung. Genau. Und der Körper durch Eigenkraft, ja, das Immunsystem so stärkt, damit diese Entzündung relativ schnell wieder aus dem Körper rausgeht. Hier sind weitere Fotos noch. Ja, das war eine ganz arg schlimme Verletzung von einem Dritt eigentlich, von einem Pferd von einer Freundin von mir. Da ist ein Stück Knochen abgesplittert. Das schrecklich aus, ja. Ist jetzt nicht so die Hauptverletzung, was wir da befeldet haben, aber durch den Tritt natürlich gab es natürlich eine mega Wunde. Ja. Und wir haben das 3-mal befeldet. Also man sieht ja aus, der Eiter läuft richtig raus und so. Ja, also richtig der Sapper in dem oberen Foto fließt da runter wie so ein kleiner Wasserfall. Richtig, und das sind 3 Befeldungen gewesen, 15 Minuten. Ja, also dann? Tag für Tag und über 3 Tage dann. Über 3 Tage, so jeder Tag, ne? Und das untere rechte Foto ist dann quasi schon der 3. Tag, wo man sieht, das fließt gar nicht mehr und ist schon fast verschlossen, Kruste bildet sich und der Heilungsprozess ist aktiv. Es ist wirklich, und diese Absackungen von diesen Schwellungen, das ist, also das sehe ich bei fast allen, die so Schwellungen haben quasi, ja. Das ist wirklich Sensation. Und das mit dem Eiter, das war nach einem Tag war das gegessen, das sieht man ja hier. Ja. Und das ist wirklich sensationell. Das ist nicht mehr nett. Das glauben die immer gar nicht, ne? Also, ja, genau. Was sehen wir hier? Da hast du auch nochmal ein Flexpad. Genau, also ich mache das eigentlich mit der Tivoli-Box zusammen. Ja. Die kann ich mir hier wirklich, wenn ich das kurz zeigen kann, easy going einfach drum machen. Ich habe hier alles drin verstaut. Ja, die machen wir dann einfach hier drum. Und dann habe ich die so dabei. Dann habe ich meistens diese Klettbänder da dabei. Ja. Ja, und die kann man wirklich super um das Flex-Pattern, ums Bein einfach, wenn man das jetzt so macht, ja, dann einfach mit sowas fixieren, also mit sowas arbeite ich super, super gerne. Und man hat immer die Hände frei, ja. Und du kannst das Pferd beruhigen oder was weiß ich nicht, ja. Ne? Hier haben wir ein schönes Foto, Easy, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Oh, ich muss gerade selber gucken. Ist Mallorca am Start hier? Hast du ein Flex-Pad, glaube ich, oben? Ich kann es tatsächlich recht schlecht sehen, aber ich glaube, dass es eins unserer Polostuten eben ist, die im Nacken- und Schulterbereich Probleme hat durch diesen Polosport. Die werden ja einhändig geritten und werden auch immer wieder dann rumgerissen vom Kopf her. Und die sind unwahrscheinlich verspannt, was sich natürlich über die Jahre, jetzt sind sie 10 und 12, natürlich nicht gerade verbessert hat. Wir haben sie jetzt seit einem Jahr und es hat sich unwahrscheinlich verbessert. Es ist viel, viel lockerer geworden und wie schon gesagt, sie schnurren dabei, sie lassen den Kopf ganz entspannt hängen. Sie genießen es einfach, also sie finden das ganz toll. Sobald das Gerät angeht, ist Ruhe. Also das heißt, die Sehnen, die Muskeln werden geschmeidiger. Ja, das heißt, genau. Eben arbeiten. Verhärtungen, Verknotungen, das wird alles viel weicher, viel lockerer, es löst sich zum Teil auf. Also wir sind ganz begeistert, ja. Also was ich zum Beispiel auch immer höre, ist von Profimusikern, wenn die dann wieder Klavier spielen oder halt ihre Finger vor dem Stück nochmal aufwärmen mit der Hochfrequenztechnologie, dann können die ganz anders spielen, ja. Weil dann natürlich du wirklich Minuten brauchst, um einfach hier wieder Betriebstemperatur zu erreichen. Und hier sehen wir das Pferd dann nochmal von hinten. Da hast du praktisch hinten nochmal die Antenne draufgesetzt. Genau. Und auch das Gleiche. Also dann die komplette Wirbelsäule bis hinten zum Streif eben. Okay, sehr schön. Wie, wenn ich mal reinfragen darf, wie lange behandelt ihr immer so? Also ich mache auch, so wie Sarah sagte, eine halbe Stunde, wenn ich solche Akutfälle habe mit dem Einschub. Ja. Und
Ja, okay. Ja, also im Schnitt machen wir das auch so circa 30 Minuten. Wenn wir merken, es tut ihnen besonders gut und sie halten hin, machen wir auch die 45 Minuten voll oder so. Ja, aber im Schnitt würde ich auch sagen 30 Minuten. Auch bei Kolik, also wir hatten eine Kolik bisher, was wir auch damit befeldet haben, wo wir eben auch das Wasser hexagonal gemacht haben, ja, und eben auch den Bauchraum, alles befeldet haben. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und kombiniert ihr auch manchmal, dass ihr mit der Flachantenne ja sowieso, das macht total Sinn, so ein Flexpad zu haben für die Pferdebehandlung, aber dass ihr auch die Handsonde nehmt, also abgesehen davon, dass es zur Wasserbefeldung für mich irgendwie das bessere Mittel der Wahl ist, arbeitet ihr auch mit der Handsonde dann explizit an bestimmten Bereichen? Ja, zum Beispiel im Kopfbereich. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel bei einer Stute ein Sommerekzem und das wird nur mit der Handsonde befeldet. Ja. Oder auch den Bauch machen wir mit beidem. Mhm. Sowohl Handsonde wie auch Flexipad. Isi, hast du auch schon mit zwei Geräten gleichzeitig gearbeitet? Nein, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Weil das ist auch ein Erfahrungsbericht, den ich schon mitbekommen habe, dass es auch sehr gut getan hat, dem Pferd. Ja, also das haben wir jetzt noch nicht gemacht, nein. Hier haben wir praktisch aus dem Stall noch ein paar Impressionen. Das ist, was sieht man hier, Sarah? Genau, also starkes Ekzem mit Mauke zusammen war von einem Kunde von uns. Ja. Vor 2-3 Jahren war das, also noch, ja. Und das Pferd wurde halt, sollte zum Schlachter gehen. Echt jetzt? Ja, genau. Und dann? Er hat das gesagt, nee, er will das eigentlich nicht. Das war ein Freund von ihr und sie hat gesagt, da kann man nichts mehr machen, die Ärzte, die Tierärzte, die behandeln das schon seit einem halben Jahr, das wird nichts mehr. Und ein Kunde von uns hat sich dann dem angenommen, er hat Pferd geschenkt bekommen und er hatte den Tesla-Oszillator und er hat gesagt, was habe ich zu verlieren? Und er hat sich mit mir ausgetauscht. Ich habe halt gesagt, viel auch befeldetes Wasser sprühen. Und sprühe sogar? Sprühen, gerade wenn das so Ekzem-Sachen sind, ja. Und halt viel auch die Lymphe hier in dem Fall auch befelden. Mhm. Hervorragend. Ja, das ging ein bisschen länger, also es ging so 3-4 Wochen. Mhm. Hat auch nicht immer Zeit gehabt, das Pferd zu befelden, aber dafür, für die Zeit, die er hat, hat, glaube ich, nur alle 3 Tage gemacht, meine ich, mich zu erinnern. Ist das sensationell gut abgeklungen. Also das Pferd, das hat ganz normal, also so war das am Anfang. Das ist anfangs. Das war das am Anfang. Ein bisschen anders sortiert hier, ja, okay. Genau. Okay. Ja. Das ist jetzt auch nochmal ein Bild. Das sind einfach angeschwollene Beine von meinem Pferd, genau, weil das einfach mal zu, das ist ein Jungpferd, der flitzt halt rum manchmal und dann ist zu dolle, zu viel. Und er hatte alle 4 Beine tatsächlich dick und ich habe dann jedes Bein einzeln befeldet, ja, also wirklich. Ich bin da im Stall rumgerannt mit dem Gerät und ja, aber das hat auch 3 Befeldungen gebraucht und dann hat sich das 4. sogar von alleine auch erledigt durch die Befeldung, glaube auch durch die Lymphe. Okay. Ja, also. Ist auch ein und es ist wirklich, ja, es ist wirklich flexibel. Ja, man sieht ja hier, die können sich frei bewegen und man kann trotzdem irgendwie, die können fressen gehen oder wie auch immer, ja. Ja. Und also ich mache so, ich gucke immer, wie sie drauf sind, ob ich 15 Minuten, oftmals reichen schon 15 Minuten, weil Pferd ist meine Erfahrung. Wenn die jetzt hinstehen, so wie Isi zum Beispiel sagt, kann man auch länger machen. Ja? Die stehen ja wirklich hin, entspannen sich Ohren nach hinten und so weiter. Ne? Und so fixiere ich das dann halt. Ne? Ah, sehr schön. Arbeitet ihr auch in der Prävention, also sprich, dass ihr auch befeldet, obwohl jetzt ein akutes nichts ansteht? Ich jetzt speziell? Ja, ja, ja. Oder allgemein in die Runde gefragt so? Ja. Also ich auf jeden Fall, also gerade Magen-Darm-Trakt, genau, muss man einfach flott halten. Ich mache zum Beispiel auch, wenn der Oro eine Zahnbehandlung hat, ja, davor, 2 Tage davor, ich weiß ja nicht, was gemacht wird, ja, das weiß man immer kurz bevor erst, wenn der Zahnarzt der da ist, dann befällt ich den einfach an den Ganaschen, ja, also am Kiefer. Einfach nur 5 Minuten jede Zeit, das reicht schon vollkommen aus. Und wenn aber das machst du dann mit der Handsonde, oder? Nee, mache ich auch. Ich mache alles mit dem Flexpad, außer wenn ich an der Wirbelsäule arbeite. Ja. Tatsächlich die Stabantenne. Mhm. Ah ja, weil Zahnarzt steht bei uns bevor. Ja, ich habe da, glaube ich, auch ein Bild, wenn ich es noch kurz zeigen darf. Das ist weiter hinten wahrscheinlich. Sehen wir das?
Nee, haben wir gar nicht mit drin. Mhm. Aber da habe ich das einfach am Halfter, also glaube ich, easy, so fast so wie bei dir, einfach hier mit ans Halfter dran gemacht. Und ja, das hält dann okay. Auch. Nee, ja. Und halt auch nach der Befeldung, nach dem Zahnarzt. Nach der Behandlung, ja klar. Ja. Bühlen, kannst du zu diesem Foto noch was sagen? Ja, das war auch Problem, also an der Fessel, an der Sehne. Ja. Schon ein paar Jahre, vielleicht eine der ersten Erfahrungsberichte, die ich da gemacht habe. Genau. Ja. Da haben wir einfach auch gesagt, gut, probieren wir. Wenn es einem Mensch gut tut, warum soll es einem Tier nicht gut tun? Ja. Und wie gesagt, da war es wieder wirklich das Gleiche, dass die gleich gesagt haben, man merkt sofort am Laufen, dass sich was verändert. Und die fühlen das auch. Weiß jetzt gar nicht mehr, das ist, ich glaube, verhärtet und danach ist durch die Wärme, durch die Durchblutung wird alles nochmal geschmeidiger. Ja, also die fassen dahin und sagen, ja, die können es sofort schon erkennen während der Behandlung. Und das Schöne ist ja, wir haben jetzt über die letzten 10 Jahre so viel Erfahrung gesammelt, ja, an Personen, aber auch an Tieren, ja, wo wir einfach hier quasi ja so einen Erfahrungsschatz haben von Tausenden, Abertausenden von Menschen. Und bei den Tieren ist ja die Basis der Zelle ähnlich wie bei uns auch, ja, die Zellmembranspannung, der Widerstand und die Polarität. Und du kannst auch hier bei einer tierischen Zelle auch Energie übertragen. Und wer mehr darüber erfahren möchte, einfach unten bitte in der Beschreibung schauen. Ja, die Kontaktdaten, sprech uns bitte an und wir können dich hier dementsprechend unterstützen, damit du auch künftig im Bereich Tierarztkosten natürlich einiges an Ersparnis deutlich haben wirst. Und aber auf der anderen Seite über diese Wellengenetik, ja, eine ganz andere Möglichkeit als Werkzeug hast, in Harmonie mit dem Tier, ja, das Ganze in Ordnung zu bringen. Und das ist das Ziel, ohne groß hier mit Skalpell oder Chemie Störungen, weitere Störungen hervorzurufen, sondern wirklich im Einklang, ja, mit dieser Frequenztechnologie, mit dieser Hochfrequenztechnologie, das in den Griff zu bekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis bald.